Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden, den Engelbrüdern. Freunde, heute werden wir den ganzen Tag lang essen wie der Durchschnittsamerikaner. Und wie viele wissen, sind die nicht so gesund unterwegs. Denn knapp 70% der Amis sind einfach übergewichtig und das ist eine Katastrophe. Ja, Mann. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze mal, testen wir das Ganze mal und bewerten natürlich auch, wie man sich fühlt. Und was die Amis so essen im Durchschnitt, genau, wir zeigen was so das Lieblingsessen ist, genau. Und was die Leute so dick macht. Ja. Hey, nimm mich mit. Erstmal einkaufen, ne? Ja, freilich. Okay, Freunde, bei Rewe gab es leider nicht das, was wir uns holen wollten. Deswegen geht es jetzt erstmal direkt weiter, ne? Zu kaufen hat erstmal. Schauen wir mal, ob wir da fündig werden. Ob es die Originalmarke wird, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Kaufland einfach wieder komplett voll. Samstagmorgen, 11 Uhr. Meine Herren, du, das ist voll ohne Ende hier. Wir wurden fündig. So. Da unten. In der Ecke. Ah, in der Ecke. Killer. Freunde, Amis, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Amis, ob man das nicht sagen darf oder nicht, Freunde. Schreibt es in die Kommentare, wenn ja, tut es mir halt nicht, was ich meine. Auf jeden Fall, die Lieblingsfrühstücksmahlzeit bei Amerikanern ist Cheerios, beziehungsweise Cornflakes. Ja. Und explizit die hier sind die Lieblingscornflakes. Deswegen einpacken und schauen, ne? Guck mal, die machen sogar auf Bio. Bio, Bio. So, Freunde, und weiter geht's mit den beliebtesten Chips aus Amerika, und zwar die Lays. Wir haben hier nur die Light-Version, leider. Die haben aber natürlich nicht die Light-Version, aber könnt ihr euch denken, eigentlich essen die Amerikaner am liebsten ganz klassisch die Lays-Chips, original, nicht light. Deswegen kommen die auch mit. Und ja, Freunde, let's go. Let's go. Hi, ich hätte gern 2 Kaffee mit Sahne und Zucker. Nee, das wär's. Ja. Denn die Amis, die Amerikaner, die USA-Bewohner trinken sehr gerne Kaffee mit Sahne und Zucker. Aber, danke. 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 Ciao, ciao. Ciao. Ja, Freunde, in 43 von 50 Staaten der USA trinken die Leute lieber Kaffee mit Sahne und Zucker anstatt schwarz. Wir waren jetzt bei BK, weil wir uns gedacht haben, wir trinken sehr gerne schwarzen Kaffee. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, wir fahren zu BK, weil Kaffee mit Sahne haben wir noch nie bestellt. Bei einer Fastfood-Kette wird es das bestimmt geben. Aber, nein, Freunde, Fehlanzeige. Wir haben hier einfach Kaffee mit Milch und Zucker. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ne? Ich bin sehr gespannt, wie der Kaffee von BK auch schmeckt, weil hatte ich schon wirklich lange nicht mehr. Ja, Freunde. Sehr gespannt jetzt hier, ne? Weil mit Milch trinke ich nicht so oft und bei BK, wie gesagt, auch nicht so oft. Aber riecht schon mal sehr geil, Digga. Ja. Irgendwie schmeckt der nicht intensiv. Der schmeckt nicht nach Kaffee. Der schmeckt wie Milch richtig. Und ein bisschen so Kaffeenote, Digga. Der schmeckt nicht nach Kaffee. Doch schon, aber nicht nach starkem da Kaffee. Da fehlt dieses Bittere. Ja, da fehlt dieses, das, was so geil ist. Ja, Mann, und Freunde, falls ihr euch fragt, woher diese Jacke ist, ihr könnt immer noch bei Smilex fett sparen mit unserem Code Engels. Und wie gesagt, es gibt auch extrem viele Sachen für Frauen. Link in der Beschreibung. Ja, Freunde, der übliche Amerikaner isst ca. 3600 Kalorien am Tag. Es wird empfohlen, 2500 zu essen. Das ist schon sehr, sehr extrem, Freunde. Allgemeine Empfehlungen kann man eh nicht für sich benutzen, weil jeder ist unterschiedlich aktiv, jeder ist unterschiedlich groß, unterschiedlich schwer, hat andere Hobbys. Aber, Freunde, 3600 als Durchschnitt ist schon echt extrem viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Amerikaner nur 3.000 bis 4.000 Schritte am Tag macht im Durchschnitt. Also, das ist schon heftig, ist schon heftig. Ja, Freunde, hier ist die erste Mahlzeit, und zwar Cheerios, wie ihr schon gesehen habt. Sieht zwar, wenn man drauf guckt, nicht extrem ungesund aus, aber Freunde, lasst euch nicht täuschen, das Ding hat 20 Gramm Zucker auf 100 Gramm, das ist schon ordentlich, ordentlich. Und das zum Frühstück, aber erstmal Taste-Test. Taste it in, Brother. Das Ding ist, geschmacklich schmecken solche Sachen natürlich immer extrem geil, aber das ist auch natürlich das Ziel von solchen Firmen, dass man sich ordentlich was davon reinkriegt, davon nicht satt wird und viel davon isst. Aber wir lassen uns nicht verarschen, Leute. Lass euch nicht verarschen da draußen.
Freunde, übrigens über 30% der Kalorien, die sich in Amerika ein Mensch zufügt, sind von Snacks. Also in Amerika wird extrem viel gesnackt, bis zu im Schnitt 3 bis 4 Mal am Tag einfach genau. So ein Snack dazu. Und die haben dann 300 bis 700 Kalorien für die ganzen Mahlzeiten. Also Freunde, da kommt ordentlich was zusammen. So kommen dann auch diese 3600 Kalorien zustande. Die sagen auch immer, guckt, dass ihr nicht snackt, Freunde, weil vor allem, wenn man die falschen Sachen snackt, kann es ganz schnell in die Hose gehen. Chips. Ja, also die schmecken schon extrem lecker. Aber ich komme gerade nicht auf klar, wie viel Salz da drauf ist, Digga. Findest du das nicht auch gerade todessalzig? Also ja. Fast schon zu salzig? Ja. Ich glaube, wenn man sowas auch nicht regelmäßig isst, dann merkt man das ein bisschen krasser. Du musst sogar husten gegen Salz, ne? Also, bei mir ist das so, wenn ich zu salzige Sachen esse, dann muss ich husten. Das ist bei den Chips gerade so. Eigentlich mache ich auch nur gesalzene Chips mit. Am meisten, das sind, wie gesagt, auch die großen Renner in Amerika, nicht in Light, aber normal. Classic Kartoffelchips mit Salz. Ach, Chips 1 Marke der Welt sogar. Krass. Steht sogar drauf, Freunde, hier. Wenn ich Chips holt, dann holt ich auf jeden Fall die Ofenchips. Guckt hinten drauf, die haben ungefähr 7 Gramm Fett oder so. Am allerbesten fällt euch die Protein Chips von MyProtein, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt. 100 Kalorien pro Packung, ihr habt dabei Eiweiß, es schmeckt überragend. Ja. Und ihr habt nicht 7839 Gramm Salz dabei, plus ihr könnt heftig viel sparen aktuell. Über 50% mit dem Code Engels. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, über den Link kaufen. Und ich würde sagen, wir snacken das Ganze und dann geht's zur ersten, ich sag mal, richtig großen Mahlzeit. Ja, Mann, let's go. So, Freunde, wir gehen jetzt zum beliebtesten Fastfood-Restaurant in Amerika. Und wer hätte gedacht, Mc's. Natürlich, Mc's. Und wir werden jetzt die beliebtesten Produkte dort bestellen, was in Amerika so der Renner ist. Yes, let's go. Okay, Freunde, ihr seht, wir haben hier ein Menü. Und zwar Nummer 1, Pommes. Das wird am häufigsten bestellt, wer jetzt gedacht, wegen den ganzen Menüs und so. Pommes ist immer dabei. Und der Lieblingsburger sind einfach Big Macs. Also gar nicht mal so unterschiedlich wie hier in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, viele von euch würden auch sagen, mein Lieblingsburger so von Fastfood-Ketten ist auf jeden Fall ein Big Mac. Aber schreibt es auch sehr gerne in die Kommentare und lass uns mal reinhauen, ne? Und was du auch noch vergessen hast, trinken. Trinken, ja. Cola, ja, aber kein Cola Zero oder Light. Ja. Sondern ja, schön mit gespannt, Zucker, Digga. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal so eine gesippt habe. Big Mac und Pommes mit Cola Light, Digga. Guck mal, ohne Witz, also jetzt Hand aufs Herz. Bei Cola schmeckt schon besser mit Zucker. Eigentlich. Aber ich habe schon immer gehasst, bei so zuckerhaltigen Getränken ist immer so bei mir das so, als ob das so eine Schicht auf den Zähnen ist. Kennst du das so? Ja, das ist ja Zucker, ne? So eklig ist ja, einfach. Ist ja auch. Ich hasse das, Digga. Ja, deswegen, Digga, normal, fühle ich. Allein aus dem Grund finde ich Zero viel, viel besser. Okay, Freunde, Big Mac, wer kennt ihn nicht? Schön frisch, schön warm. Oh, Brötchen. Weich, schon. Digga, weich. Smooth. Let's taste it, Freunde. Der riecht auch schon so, ne? Das ist schon. Digga, ich sag dir ehrlich, da ist irgendwas drin, was süchtig macht, ne? Der Geschmack ist zu krank. Pommes? Vor allem, wenn man die hier isst, ne? Und die so frisch sind, Digga. Ja, wenn man die hier isst direkt, dann sind die echt schon stark. Und bei Mc's ist das Frittenfett nicht so räudig. Das stimmt. Die schmecken immer gut. Bei BK öfter, ne? Ja. Digga, die wechseln wohl öfter als BK. Aber ich glaube, es liegt an der Filiale. Kommt von Filiale zu Filiale drauf. Ne? Aber Freunde, jetzt wird erstmal reingehauen, ne? Nächste Mahlzeit, da kommt noch was, Digga. So, Freunde, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist eine Hawaii-Pizza, aber die ist hier nicht die Primär. Hier, um diese Pizza geht's, und zwar die beliebteste Pizza aus Amerika, die am öftesten gegessen wird. Und das Lustige ist, Freunde, also erstmal, wir haben hier eine Salami-Pizza von Domino's. Das Lustige ist, viele Amerikaner denken, dass Pizza eine gute Alternative zu Fastfood ist, weil es nicht frittiert ist. Ja, da sieht man, dass ein bisschen Aufklärung fehlt. Aber, Freunde, auf jeden Fall wird die Pizza nicht einfach so gegessen, sondern die Amis machen das sehr gerne mit einer Soße. Ich habe hier so eine Knoblauchsoße genommen. Amis nehmen da sehr gerne Ranch-Soße, das ist so das Beliebteste. Ich würde sagen, Willi, taste it in, Brother. Rein. Aber der Fokus, der spinnt, aber jetzt geht er. Knoblauch. Wie riecht das? Das ist so Burgersoße mäßig sieht das aus, finde ich. Take a piece and dip it in, my friend. Let's go. Ja, das letzte Mal hatten wir diese Supreme Salami Pizza, da ist viel, viel mehr Salami. Ich kann mir vorstellen, dass mir die hier schmecken wird, weil da weniger Salami drauf ist und mehr Käse, weißt du? Das ist dann mehr Leben ein bisschen. Salami Pizza ist nicht mein Favorit. Aber ist okay.
Vor allem so mit dem Ding, weißt du? Freunde, wir haben uns auch noch eine Hawaii-Pizza gegönnt und eine Tuna-Pizza. Hatten wir von Domino's noch nie. Ich wollte mal gucken, wie Tuna ist. Für alle, die Hawaii-Pizza fühlen, Freunde, schreibt mal Hashtag Hawaii in die Kommentare. Ja, Freunde, es geht weiter mit Snickers, der beliebteste Schokoriegel aus den USA. Geil. Freunde, ein Snickers hat ungefähr 250 Kalorien. Sind schon schnelle Kalorien. Das ist ein sehr, sehr geiler Schokoriegel. Ohne Witz, Snickers ist Liebe. Und als Fazit kann ich sagen, zu dem Tag absolut ungesund. Also wie die Bevölkerung zum großen Teil viel isst. Natürlich nicht alle. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist aber lustig zu sehen. Und für einen Cheat Day war schon ganz geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, dann einen Kommentar und ein Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.